Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Live mit Motality. Heute schauen wir uns wieder mal einen Panzer aus Projekt Deutsche Garage an. Projekt Deutsche Garage ist ja mein Streamprojekt derzeit. Wir versuchen, die Garage komplett voll zu kriegen mit allen deutschen Fahrzeugen. Das bloße Kaufen ist natürlich der kleinste Part. Alle Fahrzeuge sollen irgendwann gefechtstauglich sein. Das heißt, komplett mit Ausbauten, Ansetzer und so weiter und einer 100% Crew. Das Wichtige dabei ist, wir geben kein Gold aus für die Crew. Das heißt, die Crew wird in den Panzer geschoben, mit Credits, also eine 80% Crew, und auf diesen Panzer dann hochgefahren. Ne? Das ist ja der Gag daran, weil das andere kann ja jeder. So, das heißt, wir fahren also auch den Schund überhaupt, wird ja demnächst hier entschlackt irgendwann. Und ja, ich will vorher trotzdem noch die ganzen Fahrzeuge haben. Und dieses Mal sind wir beim Durchbruchswagen 2. Der ist jetzt schon fertig, den haben wir schon im Stream gefahren, aber natürlich fehlt ja noch ein bisschen auf dem Kanal, deswegen werden wir den jetzt nochmal ein bisschen fahren. Der Durchbruchswagen 2, einer der schlechtesten Panzer in World of Tanks, ganz einfach, weil er als Heavy deklariert ist auf Stufe 4. Und wir wissen alle, Stufe 4 und Heavys sind nicht so die besten Fahrzeuge. Schon mal, wir haben auch keinerlei Panzerung. Als Heavy 50mm Wandpanzerung im 90 Grad Winkel ist nicht schön, ist nicht schön. Jeder Leopard oder Lux zerfetzt euch und frisst euch zum Frühstück. Wir haben zwei Kanonen zur Auswahl. Wir haben die 5 cm KWK 39L60. Das ist so eine ganz kleine, die kennen wir schon vom Panzerkampfwagen 3. Und die 7,5er KWK 37. Die Howitzer, die kennen wir vom Panzerkampfwagen 4. Ja, man kann die mit beiden fahren. Und tatsächlich macht mir auch beides relativ viel Spaß auf dem, sofern man Spaß und den hier in einem Satz verwenden kann. Also werden wir bei der Kanone jetzt einfach mal ausprobieren. Ich wünsche euch viel Spaß. So, da sind wir auch schon und das Ganze mit dem lieben BKM im Wellenteil. Da unten bist du. Hallihallo. Ja, wir haben hier gerade einen Matchmaking-Fail. Die ist nicht anders möglich, denn normalerweise, also zumindest im Stream, sind wir den immer zusammen mit dem Hetzer gefahren. Da hat mich BKM immer in die 6er-Gefechte reingeholt, was normalerweise nicht möglich ist mit Heavys auf Stufe 4. Ne, B1 Type 95 und der hier, die kommen allesamt nicht in die... Oh Gott, ich bin hier alleine. In die großen Gefechte. Jetzt kann ich ihn allerdings hochziehen in die 5er Gefechte, weil der Valentine 2 hat ja ein angepasstes Matchmaking und sieht maximal T4. Muss er durch. Hatten wir bisher aber noch nicht. Und ich bin hier vorne komplett alleine. Das wird ja richtiger Spaß mit unserer HE-Kanone hier. Dann kommt zu mir. Nix. Ich mach die alle alleine. Das Einzige ist, ich kann alle outspotten. Das stimmt allerdings. Wie viel Sichtweite hast du jetzt? 510. 510 Meter. Joa, ist ja ein Klacks, ne? Müsstest du bloß noch irgendwo hinkommen, wo es Sinn macht. Kritischer Treffer! Auf dem Weg. Oh, ein Hetzer gefunden. Viel Spaß, Bu. Ja, der kommt hier nicht rüber. Ich spiele hier im Moment auch nur Scout. Oh. Ich bin halt begrenzter Scout, weil meine Sichtweite beträgt nur 300 Meter oder so, das ist halt nichts. Während der Fahrt 444 Meter aktuell, geht noch ein bisschen, weil die Besatzungsmitglied noch nicht komplett ist. Das kriegen wir schon noch hin. Waren die oft genug. So, mein Hetzer hier vorne ist schon fast tot. Ich habe nichts damit zu tun, aber er ist schon fast tot. Bisher lässt mich auch die Artillerie in Ruhe. Finde ich gut. So. Da ist ein Marder. Oh, wie oft hier der Motor ausfällt. Das ist Wahnsinn. Ein Schuss frontal durch und mach's gut, Motor. So, der Hetzer ist weg. Ich habe auch was gewonshottet. Gefällt mir sehr gut. Warten wir auf den Marder, da ist er. Sichtgeräte wieder einsatzbereit. Wir sehen wieder mehr. So, jetzt könnte ich hier vorne einen Scout gebrauchen. Denn im Moment kann ich hier nicht allzu viel tun. Lux, wie wär's denn mal mit Scouten? Einmal außen rum. Ich hasse Scouts, die nicht scouten.
Ja, jetzt werden wir hier ein bisschen rumstehen müssen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Das muss wehtun. So, dann nehmen wir den SAV raus. Na komm schon. Wir haben sie. Da war es nur noch der Marder. Wir sind bewegungsunfähig. Oh yeah, die Arti hat mich. Ich glaube, wir müssen da drüben ein bisschen Druck machen. Schon auf dem Weg. Weil mein Lux rührt sich hier vorne nicht. So, wir pushen jetzt den Marder. Die Kanone, ey. Ja. Mathilde hat mich nicht gespottet. Ruhig auf dem Field fahren. Jetzt kriege ich den Marder nicht. Was ist denn hier los? Da drüben haben wir ein VK und hier vorne haben wir ein T28. Und eine Selbstfallerfette 4C. Ihr B. Ihr C wäre schlimm. Sehr schlimm. Ja. Hi, Kanone. Ist echt schlecht, sobald es darum geht, irgendwie zu snipern. Da machen wir so gar nichts. Kein Schaden, kein nix. Nicht schön, nicht schön. Kann ich euch sagen. Aber wir holen uns jetzt noch die Arti. Das ist eine von denen. Oder sie uns. Hat. Eins von beiden wird passieren. Ziel erfasst. War doch klar, oder? Fahrzeug zerstört. Oh Mann. Er guckt halt auch in meine Richtung. Los, mach ihn platt. Oh, mach ihn platt. Okay, wir nehmen gleich wieder die andere Kanone, die ist sehr viel besser. Das Problem ist, die Kanone, die wir haben, sehr schön. Ist für Himmelsdorf und Minen und sowas richtig geil. Ja, gerade wenn wir hier maximal im T5er landen, haben wir sehr viele kleinere Fahrzeuge, die wir damit echt richtig, richtig beknüppeln können. Aber wehe, die Karte ist größer als ein Steinwurf, dann hat man ernsthafte Probleme. A, von der Sichtweite, B, von der Genauigkeit, C, vom reinen Gunhandling her und dann kommt noch der Pennwert dazu und der Schaden. Also die Kanone ist ab 50 Meter nicht mehr zu gebrauchen. Und das ist ein großes Problem, deswegen werden wir jetzt einfach mal die Kanone wechseln. Und wir gehen auf die 5 cm Kanone. Damit machen wir zwar wenig Schaden, aber dafür schnell und präzisen Schaden. Und ist bei weitem die bessere Kanone. Gerade für den Durchbruchswagen. Ja, such die Arti. Such die Arti. Wo ist die Arti? Echt jetzt? Wo ist die Arti hin? Da hinten. Ja, in der letzten Ecke muss sie sein. Da hast du sie. 9 km/h bergauf. Das. Oh, du kriegst nicht mal mehr was ab. Oh, 855 Spot Damage. Oh, ja. Ich stand hier oben eigentlich nur als Punching Ball zur Verfügung. Aber man sieht, der Durchbruchswagen 2 ist nicht unbedingt ein Durchbruchswagen. Also, ja, der bricht durch, während man fährt. Das ist der Durchbruchswagen 2. Die Besatzung bricht, ja. Das auch, ja. Gut. War nicht viel Schaden, aber... So, sieht besser aus. Wir wechseln jetzt mal die Kanone, und zwar auf die 5 cm. Und die 5 cm... Die kommt auf sage und schreibe 67 Durchschlag. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber wir haben mit APCA, haben wir jetzt auch ein bisschen Munition dabei, 130 mm. Und das ist auf Tier 4. Echt krass. Da kommen wir sogar durch den KV. Mit ein bisschen Glück. So, ab in die nächste Runde. Runde Nummer 2. Wir sind Top-Tier. Oh, das ist mal gut. Ja, Tier 5er Gefechte sind echt nicht schön mit dem hier. Da halt alles und jeder durchkommt und sollten sie frontal bei euch durchschießen, tun sie es meistens in der unteren Wanne und dort sitzt euer Getriebe. Dort geht natürlich sofort der Motor in den Eimer. Ja, das ist ein Problem. Ne? Man steht dann halt, also man wird nicht getrackt, aber man steht halt rum und kann nichts machen. Und dann reparierst du den Motor und dann tracken sie dich. Das ist... Diese Karre hier
ist wirklich, wirklich, wirklich einer der schlechtesten Panzer in diesem Spiel. Obwohl der in World of Tanks Blitz echt so gut ist. Das ist ja wirklich fantastisch. Aber hier ist der einfach nur Käse. Dazu kommt, die Einzielzeit ist ziemlich groß. Ne? Zum Snipern brauchen wir ewig, bis die Kanone gerichtet ist. Und dann, wenn man dann abgedrückt hat, wird der Zielkreis so groß, dass er nicht wieder komplett klein wird, bis man nachgeladen hat. Oh. Echt anstrengend dieser Panzer. So, wir können uns zwar anwinkeln, aber es reicht halt trotzdem nicht. Die schießen euch einfach überall durch. Guck mal, da kommt was. Das wird ihm nicht. Oh Gottes Willen. Das ist noch ein Lux. Ja, Luxe sind hier ein ernsthaftes Problem in diesem Spiel. Ich komme nämlich durch. Ziel erfasst. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ich sehe sie nicht mehr. Ich werde den B1 einfach mal random so über das offene Feld. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. So, ich habe mal auf APC Arm geladen. Damit wir überhaupt eine Chance haben, bei dem B1 durchzukommen. B2. Hinter mir, nicht gut. Nur so ein Ding. Wirkungstreffer. Die Dinger kannst du auch nicht tracken, ne? Weil irgendwie bestehen die nur aus Ketten. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ja, und die packt 40 da, only gold. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Oh, hier 57 auch. Aua, was war das? Und zwei Medium, von da. Naja, da sieht man mal, wer hier Zielklammer unterwegs ist. Wir? Nur haben wir die falschen Panzer dafür. Ich meine, ne klar, wir spielen hier auch gegen kleinere, aber unsere Fahrzeuge sind bei weitem nicht dazu geeignet, um irgendwas zu klappen. Ja, genau. Genau das. FCM. Hat BKM ausgenommen. An dem kleinen Felsen. An dem kleinen, alles klar. Aber die UE stehen neben ihm. Und das wird jetzt noch ein Problem, weil wir die Sichtweite nicht haben. Unser Team noch ziemlich weit hinten steht. Also. Kleiner. Oh nein, nicht dagegen fahren. Oh, wieso kann man... Oh. Ah, er ist gebounced. Ha! Das ist wahrscheinlich der einzige Bounce, der jemals wichtig war. 110, okay, er hat uns sowieso nicht umgehauen. Aber trotzdem. Ist schon mal schön, dass wenigstens er bounced. Da haben wir einen UE. Da haben wir einen zweiten UE. Na, wo bist du? Naja. Ein Low-Tier TD, die haben sowieso schon so einen hohen Durchschlag. So, erledigt. Ja. Hatten wir es schwieriger, als ich dachte. Aber gut. Finde ich den DW2 gut? Nein. Ich finde, das ist wirklich einer der schlechtesten Panzer in diesem Spiel. Ganz einfach, weil es keinen Spaß macht, zu spielen. Ja, der kann ganz gute Runden haben, aber er ist immer der Letzte, der ankommt, weil er einfach zu langsam ist. Seine Kanone ist okay. Nicht mehr, nicht weniger. Und, naja, immerhin, ich bin jetzt durch mit dem. Die Panzerung ist halt echt traurig, ja, ist klar, es soll nicht zu stark sein und bla bla bla. Aber hier fliegt wirklich so viel durch, das ist unschön. Und was mich am meisten nervt, ist tatsächlich, dass das Getriebe hier kaputt geht, sobald ein Schuss hier auch nur ansatzweise durchfliegt. Und da fliegen viele Dinge durch. Ja, man steht halt öfters mal rum und der braucht einen Buff. Wenigstens einen kleinen. Ja, ich muss nicht unbedingt Panzerung sein, aber das Getriebe muss raus. Und er muss einen Tick schneller werden. Dann wäre er gut. Dann könnte man ihn spielen. Aber bis dahin bleibt er einfach nur ein Schatten, der
anderen deutschen Panzer. Das Traurige ist, man muss ihn fahren, um zum VK-3001H zu kommen. Ja, gut. Irgendwann muss da jeder mal durch. Ja, das war's dann auch erstmal mit der deutschen Garage. Wir sehen uns im Stream und macht's gut. Bis bald, Elmo. Tschüssi. Tschüss. Auch dieses Video wurde wieder präsentiert durch die tollen Supporter der Herde. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und bevor wir euch vorlesen, ganz kurz ein Wort der Änderung. Dieses Jahr 2020 läutet ein neues Jahrzehnt ein und auch dieses altbackene Supporter-System wird komplett überarbeitet. Ende des Monats werden wir dieses Supporter-System mit Tippi komplett austauschen, neu machen und das Geile daran ist, ihr habt sehr viel mehr davon. Also wartet ab, freut euch drauf, Ende des Monats ist es soweit. Also nun erstmal vielen, vielen Dank an den Hüter der Herde Niki87, dann an Rüdiger, Dadadudu 06, Hessen Metro, Mutillerie, Ninari, Kampfminion, Königsmörder 89, Destroyer Tom, Tobias, General TikTok, Hater Number One, Zimmy, Kultgaming.de, Trollloll, Cyberdeck, Bounty Hunter, CGN, Seeritter 2017 und Kaloy128. Danke an dieser Stelle an alle Supporter und freut euch drauf, ab Ende des Monats wird's etwas ganz Neues geben.